Ja, einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen im Kino des Deutschen Filmmuseums. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Rahmen der Begleitreihe Kubricks 2001 50 Jahre A Space Odyssey zu unserer großen Sonderausstellung, die noch bis zum 23. September hier im Haus zu sehen ist. Ich bin Nils Daniel Peiler, ich bin einer der Kuratoren der Ausstellung und viele von Ihnen waren sicherlich schon da. Ich sehe auch einige bekannte Gesichter, die schon bei der Begleitreihe waren. Ich weise nur trotzdem nochmal für alle darauf hin, wir haben ein umfangreiches Begleitprogramm zur Ausstellung mit vielen Gästen, mit vielen besonderen Terminen, nicht nur Filmvorführungen, auch Gesprächen, Buchpräsentationen, Diskussionsrunden, Vorträgen und so weiter. Das läuft auch weiter noch bis Ende der Ausstellung und unser nächster Gast wird am 9. August dann Dominic Janes sein, der dann über 2001 und eine queere Odyssee, ein queer Reading von Kubrick sprechen wird. Außerdem läuft natürlich unsere Science-Fiction-Begleitreihe weiter, noch in diesem Monat ist zu sehen und dazu empfehle ich Sie weiter an das Kinoprogrammheft AI, Artificial Intelligence aus dem Jahr 2001, der ja von Stanley Kubrick vorbereitet wurde und dann aber erst posthum veröffentlicht wurde oder posthum realisiert wurde von Steven Spielberg. Außerdem möchte ich Ihnen schon ans Herz legen, das Programm des kommenden Monats. Im August haben wir nämlich hier nochmal eine integrale Kubrick-Retrospektive mit Ausnahme von drei Spielfilmen, nämlich einmal den beiden ersten Spielfilmen, die hier schon gelaufen sind in der Begleitreihe, also Fear and Desire und Killer's Kiss, und leider auch ohne Dr. Strangelove, weil der im Moment für Kinoaufführungen gesperrt ist. Alle anderen Filme sehen Sie dann nochmal in besten Kopien hier in diesem Saal und die Termine sind bereits im Programmheft veröffentlicht. Ja, und dass wir heute Abend den Film auch in einer schönen historischen 35mm Kopie sehen, haben wir Andreas Beilhartz von der Kinoabteilung des Deutschen Filmmuseums zu verdanken. Vielen Dank, Andreas, dafür, für deine Bemühungen, dass wir den Film heute Abend in dieser Fassung sehen können. Ich freue mich ganz besonders, Ihnen heute Abend unseren Ehrengast vorstellen zu dürfen, der eine kurze Einführung in den Film geben wird. Und wir sind im Kino. Es wird nicht nur was zu hören geben, sondern auch was zu sehen. Er hat uns auch einiges ansprechendes Material auf der Leinwand zum Zeigen mitgebracht. Robert Vogel, der rasende Weltraumreporter aus Rüsselsheim, hat schon vor 35 Jahren begonnen mit Buch- und Filmbesprechungen für diverse Regionalzeitungen. Er ist heute ständig Ehrengast auf diversen Conventions, ist in der Szene bestens vernetzt, schreibt als freier Mitarbeiter unter anderem für das Star Trek Monthly Magazine, war Referent auf der Perry Rhodan Weltcon oder hat auch diverse Dreharbeiten von Science-Fiction-Filmen immer wieder besucht auf der ganzen Welt und ist insofern also bestens vernetzt innerhalb der Szene. Sie haben Robert Vogel und einige seiner Kollegen auch bereits hier erleben können, am 5.5., nämlich im Rahmen der langen Nacht der Museen. Und zwar gab es da schon ein Special hier im Haus mit einigen kostümierten Science-Fiction-Fans, auch in 2001 bezogenen Kostümen. Und wenn Sie das nochmal erleben möchten oder vielleicht das erste Mal, weil Sie am 5.5. nicht dabei waren, haben Sie dazu die Gelegenheit, das hier als Ausblick schon einmal beim Museumsuferfest dann zwischen dem 24. und 26. August. Robert Vogel ist auch, das habe ich bereits angedeutet, immer mal wieder mit großen Filmstars in Berührung gekommen bei Science-Fiction-Dreharbeiten, unter anderem mit Christopher Lee, den er auf dem Fantasy-Filmfest in Brüssel 2002 kennenlernen durfte, mit Michael Shanks, der bei Stargate SG-1 mitspielt, oder Patricia Quinn aus der Rocky Horror Picture Show. Ich bin sehr gespannt, was er uns für heute Abend als Material mitgebracht hat und möchte die Gelegenheit auch nutzen, dir, lieber Robert, danke zu sagen für diese wunderbare Zusammenarbeit im Rahmen unseres Ausstellungsbegleitprogramms. Danke auch, dass du uns deine kostümierten Kollegen schon einmal vermittelt hast und dann auch nochmal wiederkehren wirst am 24. bis 26. August im Rahmen des Museumsuferfestes. Und jetzt ist die Bühne frei für dich und einführende Worte zu 2010. Herzlich willkommen, Robert Vogel. Danke. Ist das alles? Ja. Kann man mich hören? Wunderbar. Wer hat da eben gelacht? Okay. Also erstmal freue ich mich natürlich, dass so viele Leute heute Abend die Kälte des Weltraums, der Hitze draußen bevorzugen. Und für mich ist halt 2001 natürlich der Weltraumfilm und zu 2010 habe ich auch einen kleinen persönlichen Bezug dazu, aber ich möchte gern noch zwei kleine Anekdoten zu 2001 erzählen, die mir selbst widerfahren sind. Wir gehen jetzt mal zurück ins Jahr 1978, da
gab es in Deutschland so einen völlig unbekannten Science-Fiction-Film, der in Amerika eine große Nummer war. Das war Star Wars. Und das ist jetzt kein Witz, was ich erzähle. Ich meine, bei MGM, da sitzen ja auch durchaus clevere Marketing-Leute. Und die haben dann jetzt, also ganz ernsthaft, die haben dann, was auch nicht ganz verkehrt ist, haben dann 2001 als Vorläufer von Star Wars wieder in die Kinos gebracht. Und zur damaligen Zeit gab es immer diese Sommerfilmfestivals, wo jeden Tag klassische große Filme liefen. Und da lief dann halt dann auch 2001 wieder. Ich war damals im Kino, war ziemlich voll. Und nach 10 Minuten war ein Drittel der Leute weg. Ratet mal warum, ne? Weil die dachten wahrscheinlich, sie wären eher im Planet der Affen gewesen. Und ich habe 2001 nicht ganz am Anfang gesehen, aber da war ich 12 und mir hat sehr geholfen, dass ich halt vorher schon die Bücher von Arthur C. Clarke verschlungen habe. Und deswegen hat mich das auch nicht überrascht. Ich habe die Viertelstunde mit den Affen auch sehr gut überstanden. Andere Leute, Studenten, sind ins Kino gegangen, die haben dann vorher was geraucht, weil am Schluss dann diese Stargate-Szenen gelaufen sind. Die fanden das auch ganz toll, wenn auch aus anderer Hinsicht. Und die zweite Sache war, ich hatte das Vergnügen vor 2000 Jahren im Technikmuseum Speyer, komme ich auch nachher noch drauf zu sprechen, habe ich den Sohn von Neil Armstrong getroffen. Zu der Zeit hatte ich ein Weltraumauto, also ein Opel Zafira mit Weltraummotiven drauf. Da haben auch einige Astronauten unterzeichnet. Ich habe mich mit ihm unterhalten, weil er auch großer Star Trek-Fan war. Und da hat er erzählt, ja, er hat mit seinem Papa auch immer Star Trek geguckt. Aber für Neil Armstrong war natürlich 2001 der ideale Weltraumfilm und hat sich dann auch immer einen Spaß draus gemacht, zu erzählen, was in diesem Film nicht stimmt. Das haben dann andere Leute vom ESOC Science Fiction Club, wo ich hier der Gründer bin, im Kontrollzentrum in Darmstadt, da hatten wir letztes Jahr eine Vorführung. Da haben dann Leute die Originalmusik von Alec North, die ja dann nicht verwendet wurde, haben die dann mit dem Film zusammengeschnitten. Und das war eine sehr interessante Erfahrung, weil die Musik ist auch toll, aber da bekommt der Film gleich einen ganz anderen Charakter. Und sind wir mal ganz ehrlich, der Weltraumwalzer, der ist einfach nicht zu toppen. Den habe ich auch bei meiner Hochzeit verwendet. Meine Frau ist genauso Fan wie ich und da war es klar, was dann als obligatorischer Wiener Walzer laufen würde. Jetzt sind wir aber hier heute Abend bei 2001, da habe ich auch ein bisschen recherchiert und 2010, Entschuldigung. Hatte da auch mal Gelegenheit, Roy Scheider zu treffen. Jetzt gucke ich mal, ob das hier mit den Bildern klappt. Und ich hatte das große Vergnügen, nicht ganz direkt, aber so halbwegs direkt mal Arthur C. Clarke ein paar Fragen stellen zu dürfen, weil wir waren 1995 auf dem Science-Fiction-Weltkongress in Glasgow und da hatten wir so eine Art ja, E-Mail-Konferenz. Und damals wurde ja auch in 2010 ein Teil der Kommunikation zwischen ihm und dem Regisseur Peter Himes dann auch durch das damals neue Medium quasi E-Mail vorangetrieben und das Ganze gibt es dann auch als Buch, könnt ihr nachlesen. Ich glaube, das gibt es noch bei Amazon antiquarisch für 2010, The Odyssey File. Arthur C. Clarke hat das Buch 1982 geschrieben und hatte danach wohl mit Stanley Kubrick telefoniert und hat gemeint, so ist eigentlich dein Job zu verhindern, dass der Film auch verfilmt wird, aber da waren die Marketingleute bei MGM dann noch schneller. Und haben ihn dann halt auch gefragt, ob er nicht auch bei 2010 Regie führen würde. Und das wollte er aber nicht. Aber da war dann eben schon erwähnt der Peter Himes, der wollte das machen. Und der war auf dem Science-Fiction-Filmsektor auch kein Neuling mehr. Denn den ersten Science-Fiction-Film, den er gemacht hat, das war Unternehmen Capricorn mit der gefakten Marslandung. Ich mochte den Film auch wenn der eigentlich nur so halb Science-Fiction war, aber was mich damals amüsiert hat, war, sie haben halt eine Mondlandefähre genommen für eine Marslandung, was nicht so ganz hinhaut. Aber der Film war bestimmt eine Grundlage für jede Menge Verschwörungstheorien. Und was ich so ein bisschen so mitkriege an Verschwörungstheorien, das ist sowieso klasse. Ich kann selbst nur erzählen, was wirklich auf der Rückseite des Mondes ist, weil ich habe auch bei Iron Sky mitgemacht und saß im UN-Sicherheitsrat, was sie hier in der Landesbank gedreht haben. Also ich weiß Bescheid über die Mondnazis. Gell? Also, was er dann noch gemacht hat, direkt vor 2010, war Outland. Da haben wir immer gesagt, das ist High Noon auf dem Jupitermond. Also Peter Himes kannte sich mit Jupiter schon sehr gut aus. Der hat dann noch etliche andere Filme gemacht, wo wir hier so ein paar Sachen sehen. Und er hat auch ein paar Mal mit Jean-Claude Van Damme zusammengearbeitet. Nun ist es ja so,
sind wir mal ganz ehrlich, 2001 ist nicht zu toppen. Du kannst eigentlich keinen Kubrick-Film toppen. Das geht einfach nicht. Das Einzige, was du machen kannst, ist was Gutes, aber auf eine ganz andere Art und Weise zu machen. Und er kam dann mit Arthur C. Clarke zusammen und meinte dann aber auch, ich hole mir vorher noch den Segen von Stanley Kubrick. Und er hatte dann mit Kubrick telefoniert und wollte wissen, ist das okay, wenn ich das so mache? Und Kubrick hat ihm dann, glaube ich, am Telefon über 2,5 Stunden Fragen gestellt. Und ja, er hat dann gefragt, so, darf ich jetzt? Ach ja, mach einfach deinen Film, ist gut. Und das Witzige ist, er hat sich dann mit Arthur C. Clarke unterhalten und meinte dann, wie war denn das, als du zum ersten Mal Kontakt mit Stanley Kubrick hattest? Da hat er gesagt, naja, wir haben zusammengesessen, er hat mich über 2 Stunden Löcher in den Bauch gefragt und hat selbst gar nichts erzählt. Und das war eigentlich eine ganz ähnliche Erfahrung. Wenn du einen Film von einem Buch adaptierst, musst du Änderungen führen. Du kannst ein Buch nicht direkt in Film übertragen. Geht nicht. Es sind zwei verschiedene Medien. Und was Peter Himes machen wollte, war, ein paar Änderungen durchzuführen, weil im Buch 2010 kommen die Amerikaner und die Russen prima aus. Und Peter Himes wollte da eigentlich auch mehr Konflikt drin haben, weil es war die Zeit des Kalten Krieges. Und da Peter Himes nicht nur Regisseur, sondern auch selbst Drehbuchschreiber ist, haben die beiden sich dann halt so hin und her gemeldet. Und da ist dann das draus geworden, was wir heute als den Film kennen. In dem Film selbst haben auch hinter der Kamera jede Menge bekannte Leute mitgearbeitet. Und ganz wichtiger war, vielleicht habt ihr den Namen auch schon gehört, war Sid Mead. Der ist nicht nur Filmdesigner, sondern auch, hat auch viel für die Industrie gearbeitet. Und das Erste, was er auf dem Sektor gemacht hat, da war er Produktionsillustrator für Star Trek, der Film. Hieß ja Star Trek The Motion Picture. Wir haben ihn damals immer nur Star Trek The Slow Motion Picture genannt, weil in dem Film relativ wenig passiert ist. Aber er war halt optisch grandios. Es musste ja die Discovery wieder gebaut werden. Blöde war nur, dass Kubrick alle Pläne und alle Modelle vernichtet hatte. Der wollte das nicht. Und da hat man sich auf eine Filmkopie bezogen und da einzelbilderweise vergrößert und dann die Discovery nachgebaut. Und ich habe da auch mal ein Interview gelesen, wie dann Cair Dulea, der in dem 2010 auch wieder mitmacht, für den war das ein absolutes Déjà-vu-Erlebnis, als er da wieder da in dem Hangardeck und überhaupt auf der Discovery war, weil er halt so vieles wiedererkannt hat. Aber Sid Mead hat hier sehr viele Sachen designt und da der aus der Industrie kam, war es für ihn wichtig, jetzt nicht so wilde Designs zu machen, wie es in der fernen Zukunft aussieht, sondern es sollte ja funktionell sein und dafür ist er eigentlich auch sehr bekannt. Der hat dann auch für Blade Runner, hat er dann zum Beispiel diese Stadtkulissen gemacht oder diese fliegenden Spinne, diese Autos und für viele, viele andere Sachen auch. Und hier ist mal so ein Beispiel, wie das aussieht. Es gibt auch mindestens 2 Artbooks von ihm. Sid Mead, Architect of the Future, die absolut zu empfehlen sind, wenn man sich für Film, für Machen von Filmen interessiert. Und hier sieht man dann auch die Leonov nochmal, die ist natürlich frei nach dem Design von ihm entstanden. Und ich sage immer, damals, als man noch Modelle gebaut hat, hier sieht man mal, welche riesen Dinge da gebaut worden sind. Und die Leonov hatte ja auch dieses drehende Mittelteil, wo künstliche Schwerkraft erzeugt werden konnte. Und hier sieht man mal so die Größenordnung, das war also schon der helle Wahnsinn. Nachher gibt es dann noch am Schluss noch ein Papiermodell der Leonov zu sehen. Die visuellen Effekte, die stammten hauptsächlich von Richard Edlund. Den kennen wir von Star Wars her. Der hatte damals Industrial Light and Magic verlassen, hatte dann auch eine Effects Company gegründet, Boss Films, aber die eigentliche Visual Effects Company, die gehörte zu Douglas Trumbull, der ja auch schon an 2001 mitgearbeitet hatte. Und kurz danach sind dann die beiden Firmen zusammengeschlossen worden. Und
Ja, ich kann mich an so Modellen wirklich erfreuen, denn meine Computer-Images, die sind natürlich irre eindrucksvoll, aber wenn du ein Modell hast, ist das doch was anderes. Ich kann es jetzt vernunftsgemäß nicht genau erklären, das ist aber wie quasi so ein Unterschied, wenn du ein Buch in der Hand hast oder ein E-Book, sage ich mal. Hier wurden dann auch die Planeten bzw. Jupitermonde nachgebaut. Und das ist eine Modellszene, die ganz am Schluss zu sehen ist, als dann die zweite Sonne dann zu dem Jupiter geworden ist, zu sehen ist und auf Europa dann Leben entsteht. Ich fand das sowieso interessant, diese Botschaft der Außerirdischen. So, ihr könnt alle Welten in Besitz nehmen, nur die eine nicht. Was heißt das für Menschen? Wir sind ja so bescheuert, natürlich gehen wir da genau hin. Ne? Naja. Es wird übrigens auch, weil ich auch so ein bisschen Bezug zur Europäischen Weltraumbehörde habe, da ist auch eine Expedition dahin geplant. Bin mal gespannt, ob die da einen Monolithen finden. Ne? Lassen wir uns mal überraschen. Ne? Hier die Szene aus dem fertigen Film. Natürlich braucht man auch Kostüme, Raumanzüge, also jede Menge Hardware. Hier habe ich mal ein Beispiel für die Raumanzüge. Und zum Leonov Bordoverall, da habe ich dann nachher noch eine kleine Geschichte zu erzählen. Was vielleicht nicht so bekannt ist, 2010 ist einer der ersten Filme, der in größerem Maße auch Computerbilder verwendet hat. Also korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage, aber meines Wissens nach war der erste Film, der das ausgiebig mal genutzt hat, in Star Trek 2, der Zorn des Khan gewesen, wo dann der Genesis-Effekt gezeigt wurde. Und hier hat man es so gemacht, da hat man Bilder von der Jupiter-Wolkenstruktur vom Jet Propulsion Laboratory angefordert und die hat man dann in den Rechner gesteckt. Und zu der damaligen Zeit war der Nummer 1 Rechner der Cray und man hat für ein Rendering von so einem Bild hat man 90 Sekunden gebraucht. Und wenn man das mal hochrechnet, was da alles so zu sehen ist, dann weiß man, wo damals die Rechnerleistung geblieben ist. Also es ist ja eigentlich nicht was Eigenes Geschaffenes, sondern es ist eine Nachstellung von etwas wirklich Existierenden. Und was natürlich frei erzeugt wurde, waren da diese Riesenansammlungen von Monolithen, die dann Jupiter in eine zweite Sonne verwandeln. Der Cray, den kenne ich allerdings aus dem anderen Film her, der auch bald danach kommen sollte. Das war nämlich The Last Starfighter, zu Deutsch Starfight, wo dann die ganzen Raumschiffszenen und die Raumschlacht per Cray generiert wurden. Heutzutage könnte das wahrscheinlich jeder 15-jährige Schüler auf seinem Laptop nachmachen. Aber damals war das schon irre toll. Kulissen wurden natürlich auch gebaut, wie man hier sieht. Und das war eigentlich auch zu der damaligen Zeit nicht selbstverständlich. Man hat Storyboards gemacht. Das sind quasi einfache Comiczeichnungen, Skizzen, die dem Regisseur zeigen sollen, was er da oder dass er eine Vorstellung hat, was dann eigentlich auch gefilmt werden soll. Das macht man eigentlich nur bei großen Produktionen. Und hier wird quasi schon so der Weltraumspaziergang vorbereitet. Um mal kurz auf Alfred Hitchcock einzugehen. Für den war es so gewesen, das war Drehen war für den stinklangweilig, die ganze Vorproduktion, das war das Interessante. Ein Cameo haben wir auch, sieht man allerdings nur auf DVD, weil hier links sieht man Arthur C. Clarke, der Autor, der dann quasi die Tauben füttert vorm Weißen Haus. Diese Szene hier, das hat mir dann auch Roy Scheider erzählt, da hätte er beinahe einen Albtraum gekriegt, weil die so oft gedreht wurde. Der wollte quasi in Schwerelosigkeit zeigen, wie man die zwei Raumschiffe aneinander andocken kann. Und das wollten die dann so mit zwei Kugelschreibern und so Glasplatten machen. Und die haben das wohl 100.000 Mal probiert. Und entweder ist einer von denen runtergefallen oder wie es dann mal geklappt hat, dann, ich habe das im Making-of gesehen, da war er so fasziniert, dass er dann seinen Dialog vergessen hat. Dumm gelaufen, ja. Und im Film selbst
geht ja auch um den Kalten Krieg. Da sieht man mal kurz in der Szene, wo die Mutter vom Bowman im Krankenhaus liegt, sieht man mal ein Cover vom Time Magazine und da haben halt Kubrick und Clark für die jeweiligen Staatsoberhäupter gedoubelt. Da gibt es übrigens noch eine witzige Szene, das war dann so für die Nerds wie mich. Es war dann ein Werbespot von Pan Am zu sehen, die gab es damals noch, wo halt dieses Shuttle hochfliegt zur ISS und ins zur Ringraumstation. Und in 2001 gab es da so Sektionen, die noch nicht fertig waren und da haben wir alle drüber abgelästert, dass in den 9 Jahren, die zwischen 2001 und 2010 vergangen sind, dass sie immer noch nicht damit fertig waren. Okay. Es gab dann auch 2010 als Comic. Ich glaube, das habe ich auch noch zu Hause. Dieses Buch, The Official Art of 2010, kann ich sehr empfehlen. Ich mag solche Artbücher. Und vorhin schon das erwähnte The Odyssey File, quasi der E-Mail-Verkehr zwischen Arthur C. Clarke und Peter Himes. So, und jetzt zu der kleinen persönlichen Geschichte. Das ist jetzt ungefähr 10 Jahre her. Da war ich im Kontrollzentrum in Darmstadt beim ESOC. Und da wurde kurzfristig angekündigt, dass Alexei Leonov, also der echte Kosmonaut, der den ersten Weltraumspaziergang gemacht hat, dass der da war und würde eine Pressetour kriegen. Es war so kurzfristig angekündigt, dass von den üblichen Presseverdächtigen keiner da war, außer mir, weil ich habe meine echte Arbeit in Darmstadt und wenn was ist beim ESOC, bin ich da in 20 Minuten da und ich kann... Gott sei Dank, freue ich mich auch tierisch eigentlich immer rein. So, hat er Vortrag gehalten, das war mit seinem ersten Weltraumspaziergang und er hat einen furchtbar schlechten Simultanübersetzer. Und anschließend hat er dann eine Führung gekriegt durch Mission Control, bin ich dann mitmarschiert, also die Fotos stammen von mir. Und anschließend hat er Autogrammstunde gegeben und es hieß ja, er könnte also kaum Englisch reden und ich habe dann am Schluss gewartet, hatte dann das Taschenbuch mit dabei und es sieht mir jetzt ein bisschen sehr groß, ich habe halt diese Aufnähe, die man auf dem Bordoberall gesehen hat, da habe ich meine Frau gebeten, mal so einen Holzrahmen zu machen und die reinzustecken, habe dann bis am Schluss gewartet. Mr. Leonov, I have a small gift for you, do you recognize it? Und da fing er auf einmal an, langsam, aber sehr gut verständlich zu erzählen. Hat dann so Augen gekriegt. Er hätte Arthur C. Clarke 3-mal getroffen und er hätte sich sehr geehrt gefühlt, dass das Schiff nach ihm benannt wurde und ob das auch wirklich für ihn wäre. Und ich habe dann gemerkt, auf einmal war der Saal still. Und es gibt so ein paar Momente, längere Story muss ich jetzt hier nicht erzählen, da dachte ich immer, sie schmeißen mich jetzt beim ESOC raus. Ich bin immer noch da. Und der hat sich so gefreut und hat mir dann das Buch zitiert. Und es hat einen Ehrenplatz bei mir. Und hier ist das erwähnte Papiermodell von der Leonov und ich muss auch sagen, das habe ich auf Modellbauausstellungen in Mainz erlebt, wo hauptsächlich Plastikmodelle gezeigt werden. Papiermodelle ist die älteste Modellbaukunst, die es gibt. Die gibt es schon ein paar tausend Jahre lang und wenn man auf so Modellbauausstellungen geht, die Plastikmodellbauer, die gucken da so auf die Leute runter und ich habe da Kreationen gesehen, das ist der helle Wahnsinn. Also das Beste, was ich gesehen habe, war die Sulaco, dieses Kriegsschiff aus Aliens, so auf 4 Meter Länge. Und sowas könnt ihr auch sehen. Ist jetzt ein bisschen unscharf, aber wir haben, ich habe es leider nicht besser gefunden, wir haben am letzten Oktoberwochenende in Darmstadt an der Mensa, an der Uni, an der TU, gibt es die sogenannten Space Days. Ihr findet das auch im Internet und das ist eine Fantastik- und Raumfahrt-Modellausstellung für kleinen Eintritt. Die machen wir alle 2 Jahre, schon über 20 Jahre lang. Wir haben Leute von der ESA mit dabei als Referenten und vielleicht kommt da auch noch ein gewisser Astronaut, wenn der mir endlich mal mitteilen könnte, ob er kann oder nicht. Der war auch schon hier. Ist jedenfalls eine ganz tolle Sache. Geht hin, habt Spaß, ist eine prima Familienveranstaltung. Und das Zweite, für das ich noch Werbung machen möchte, und da arbeitet auch das Filmmuseum mit dem Technikmuseum Speyer zusammen, das ist das, jetzt nicht ungucken, das Bild von letztem Jahr, auch am letzten Septemberwochenende, das Sci-Fi-Wochenende in der Raumfahrthalle vom Technikmuseum. Also da steht das Buran, das russische Space Shuttle, rum. Plus noch Mondlandefähre, aber natürlich keine echte, sondern die ist aus einem der Transformers-Filme. Und letztes Jahr waren 13.000 Leute da, das ganze Universum trifft sich da, Star Trek, Star Wars
Riesenspaß. Und am 14. Oktober machen die da auch einen Weltraumtag. Das ist quasi auch eine Eintages-Convention, wie man bei uns so schön sagt, aber nur Weltraumfahrt ohne Science-Fiction. Und da kommt der Ulf Merbold hin und, das ist das absolut irre Interessante für mich, Fred Hayes von Apollo 13, also der echte Astronaut. Ja? Und er wird dann einiges erzählen. Für mich ist das ein absolutes Highlight, weil sowas würde ich gerne schon lange mal sehen. Ich bin jetzt in der Science-Fiction-Szene 45 Jahre aktiv, habe also sehr früh angefangen, mich hat es nie losgelassen und ich freue mich dann, wenn ich das so ein bisschen verbreiten darf. Und mein großes Ziel ist es, die Science-Fiction und die echte Raumfahrt zusammenzubringen, weil die gehören auch zusammen. Ich muss ja bei der ESA noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, weil die haben sich bei mir früher immer so ausgewandt, ja, Herr Vogel, ich bin auch Science-Fiction-Fan, aber pst, nicht weiter sagen, frag mal die amerikanischen Astronauten, die werden dir alle erzählen, dass sie durch Star Trek oder Star Wars zur Science-Fiction gekommen sind. Da müssen wir in Deutschland noch ein bisschen nachhelfen, aber das kommt, das wird jedenfalls ein ganz toller Tag. Wenn ihr wissen wollt, was sonst noch so los ist, ihr könnt mich bei Facebook erreichen, da sitze ich dann im Stuhl von einem der Stargate-Raumschiffe, also da gibt es zwar mehrere Robert Vogel, aber ihr werdet mich erkennen. Und bevor jetzt hier mir das Licht abgedreht wird, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche sehr viel Spaß und kommt wieder ins Filmmuseum. Das ist so das Eldorado für Leute wie mich. Vielen Dank. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Robert Vogel. Wir setzen jetzt gleich den Abend fort mit einer Projektion einer historischen 35mm Kopie von 2010, das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen von Peter Hyams. Der Vorführer des heutigen Abends ist Hans-Peter Marbach. Ich wünsche Ihnen wie immer einen anregenden Kinoabend, gute Unterhaltung, gute Projektion und vielen Dank nochmal, Robert Vogel, für diese spannenden Einblicke.